Das Gerätekonzept der Humacolon-Reihe ist das Ergebnis jahrzehntelanger Praxiserfahrung. Die umfangreiche Gerätepalette bietet jedem Hydrocolon-Therapeuten die ideale Gerätekombination, die speziell an seine Praxis angepasst werden kann. Schon bei den Wasserfiltern haben wir an optimale Voraussetzungen gedacht. Neben den Schmutzpartikeln wird Chlor und ein Großteil der Schwermetalle in den wechselbaren Filterpatronen ausgefiltert. Extrem flexibel sind die Modelle Humacolon, Humacolon PM und das Humacolon Pulsar. Diese Geräte werden mit eingebauten Boiler und einer eingebauten Pumpe geliefert. So können Sie aus einem Kanister Ihre eigene Spülflüssigkeit zusammenstellen. Natürlich können diese Geräte auch an der Kaltwasserversorgung betrieben werden. Ozongeneratoren werden in die Modelle Humacolon PM und Humacolon Pulsar eingebaut. Mit diesen Generatoren haben Sie die elegante Möglichkeit, Ozon oder Sauerstoffgas wie eine Perlenkette in den fließenden Wasserstrom einzuleiten. Ihr Behandlungsspektrum wird dadurch wesentlich erweitert. Unser Humacolona ist wohl das kleinste Hydrocolon-Gerät, das am Markt zu finden ist. So wird das Humacolona wie alle Humacolon-Geräte mit einem Fußschalter gesteuert. Sie können sich mit beiden Händen Ihrem Patienten widmen. Während der Therapie werden die festgelegten Alarmgrenzen vollständig elektronisch überwacht. Wie alle Humacolon-Geräte hat auch das Humacolona eine Volumenmesseinrichtung, die exakt das eingeleitete Volumen während der Therapie anzeigt. EN 1717, vormals DIN 1988. Ist keine Warmwasserversorgung vorhanden, kann das Humacolon Protect vorgeschaltet werden. Dieses Gerät hat einen freien Auslauf nach EN 1717, eine Pumpe und einen Boiler, der zur Wasserversorgung der Humacolona ideal geeignet ist. Interessant sind hierbei die Größe, das Gewicht und der extrem geräuscharme Dauerbetrieb. Das Bild zeigt die Kombination Humacolona mit Humacolon Protect. Beim Humacolon Protect wurde besonders auf die hygienischen Voraussetzungen sowie die ökonomischen Betriebskosten geachtet. In der Zeichnung sehen Sie die Funktionsgruppen. Der Trinkwasserzulauf erfolgt geräuschlos über eine Luftstrecke in einem 20 ml Behälter, sodass bei einem Wasserrohrbruch niemals das abgegebene Wasser über diesen Zulauf angesaugt werden kann. Eine extrem geräuscharme Pumpe versorgt den eingebauten 100 ml Boiler aus diesem 20 ml Reservoir kontinuierlich mit Wasser, das jetzt den Humacolon-Geräten zur Verfügung steht. Die hygienischen Voraussetzungen werden schon beim Einschalten durch die Clean-Automatik eingehalten. Hier werden beide Wasserbehälter 60 Sekunden auf 80 Grad Celsius erwärmt, um die unvermeidbaren Keime einer stehenden Flüssigkeit zu verringern. Nach dieser Reinigung wird eine Betriebstemperatur von 65 Grad Celsius eingehalten. Sichtröhre oder echter Diagnosemonitor. Bei der Entwicklung haben wir bewusst auf die beleuchtete Sichtröhre verzichtet und eine sinnvolle Diagnoselösung gesucht, die Patient und Therapeut online sehr zu schätzen wissen. In einen handelsüblichen Siphon haben wir eine hochauflösende Videokamera so eingebaut, dass sich die eingeleiteten Exkremente im unteren Bereich des Siphons sammeln und am Diagnosemonitor begutachtet werden können. Die drei Grundfarben Rot, Blau, Gelb und ein zusätzlicher Ultraviolettstrahler beleuchten die Exkremente im Siphon, bevor diese endgültig in die Kanalisation abfließen. Zur Siphonreinigung wird lediglich Wasser eingeleitet und die restlichen Exkremente werden ausgespült. Dieses Monitorsystem hat den großen Vorteil, dass schon während der Behandlung der Therapeut eine erste Diagnose stellen und mit seinem Patienten den Behandlungsverlauf verfolgen kann. Beim Abschlussgespräch werden die gespeicherten Aufnahmen mit dem Patienten ausführlich besprochen. Die Hydrocolon-Behandlung mit dem Humacolona. Benötigt werden Darmrohr, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch, Vaseline oder Melkfett zum Einfetten des Darmrohrs, Massageöl für die Bauchmassage, Krankenunterlage, Handtuch zum Abdecken des Beckens, Weinbeutelhalterung sowie kurze Knierollen. Die Vorbereitung am Humacolona. Wasserversorgung öffnen und das Humacolona einschalten.
die Versorgungsleitung und das Darmrohr mit dem Humacoloner verbinden und das Schlauchsystem mit Frischwasser spülen. Die gewünschte Temperatur einstellen. In dieser Vorbereitungszeit kann der Patient Blase und Darm auf der Toilette noch einmal entleeren. Der am Unterkörper entkleidete Patient liegt entspannt mit angewinkelten Beinen in Seitenlage auf der Liege. Das eingefettete und geschlossene Darmrohr wird durch leichtes Pippen vorsichtig bis zum Winkelabgang eingeführt. Der Patient dreht sich jetzt in die bequeme Rückenlage. Halten Sie bitte das Darmrohr so fest, dass es nicht unbeabsichtigt aus dem Anus herausrutschen kann. Zur Sicherheit können Sie den Ablaufschlauch am Oberschenkel etwas fixieren. Je nach Patient ist es sinnvoll, eine Knierolle unter die Pobacken zu legen. So haben Sie es bequemer, die Behandlung durchzuführen. Bitte achten Sie darauf, dass der Winkelabgang am Darmrohr mit dem Ablaufschlauch in Richtung Liege geführt wird. So können Exkremente und das eingeleitete Wasser besser ablaufen. Mit dem Fußschalter werden vorerst ca. 100 ml Wasser mit 37 Grad Celsius eingeleitet, bevor die Bauchdeckenmassage beginnt. Die Bauchdeckenmassage wird zunächst rechts herum begonnen, um den Verlauf des Dickdarms zu ertasten. Die nächsten 100 ml Frischwasser bei gleichzeitiger Massage können zugeführt werden. Ziel ist es, das eingeleitete Wasser durch die Massage im Dickdarm großflächig zu verteilen. Dieser Vorgang kann bis 300 ml fortgesetzt werden oder der Patient meldet vorher einen leichten Druck im Bauchbereich. Mit geeigneter Massagetechnik, jetzt links herum, werden die Exkremente ausmassiert. Nur so kann im geschlossenen Darmsystem des Dickdarms das eingeleitete Wasser verteilt werden. Durch Öffnen des Darmrohres wird das eingeleitete Wasser mit den gelösten Exkrementen über den Ablaufschlauch in den Siphon geleitet. In der Siphonkrümmung sammeln sich die Exkremente, die problemlos am Diagnosemonitor begutachtet und sofort mit dem Patienten besprochen werden können. Die Ausleitmassage wird unterbrochen, wenn am Diagnosemonitor interessante Exkremente-Eigenschaften wie zum Beispiel Kotsteine, Schlacken usw. beobachtet werden. Die Monitorbilder können für eine spätere Beurteilung gespeichert werden. Montage und Wartung der Humacolon-Serie. Die Montage. Beim Humacolona ist eine Kalt- und Warmwasserversorgung notwendig, wie sie für jedes Waschbecken vorhanden ist. Wird mit einem Humacolon Protect nach EN 1717 als Vorschaltgerät gearbeitet, weil beispielsweise keine Warmwasserversorgung vorhanden ist, reicht ein Kaltwasseranschluss mit Absperrventil. Für beide Varianten ist ein Abwasseranschluss notwendig. Ein normales Handwaschbecken hat in der Regel diese Voraussetzungen schon. Die Wartung der Humacolon-Serie. Für diese Geräte gibt es keine vorgeschriebenen Wartungsintervalle. Bei einer Wartung oder einer Reparatur erhalten Sie auf Wunsch ein Ersatzgerät, das leicht in die vorgesehene Halterung eingehängt werden kann. So halten Sie Ihre Folgekosten für die nächsten Jahre auf einem absoluten Minimum.